Es ist wie diese Manjuel-Mill. Nur dass die ganze Zeit Punkte betreiben. Mach mal Slash XU. Und danach Tab. XU unterstrich Power Sharing heißt das Ding. Okay. Hast du? Und dann mit dir Sharing. Genau. Darüber wird zum Beispiel auch der Angel Ring betrieben werden. Apropos Angel Ring, so, okay. Wie spawnt man eigentlich nochmal einen Gast? Lass mich raten, so funktioniert das dann auch mit dem EMC? Hä? Wenn ich das teilen würde. EMC kann man sich nicht teilen. Wow. Schön, ich habe eine Frage gestellt und war noch gemutet im DC. Läuft. wegen Angel Ring, wie spawnt man eigentlich nochmal einen Gast? Ich meine Fledermaus mit Witchwater. Okay. Oder ein Squid mit Witchwater, eins von beiden. Ich meine aber die Fledermaus war's. Okay, das muss ich dann später mal testen. Zweite Sache zum Angel Ring, warum steigen wir nicht auf diesen um? Hast du Bock, einen Gast und so zu fangen? Wieso ist das einfach? Du musst nur unter 5 Herzen bringen und dann einfangen. Ja, aber ist nicht unbedingt das Angenehmste, sich einen Gast zu fangen. Da wir sowieso irgendwann eine Rüstung, da wir so bald Rüstung, also bald, sobald wir ins End können, Rüstung haben, die uns Creative Fly geben. Also die erste Wand ist gleich gezogen. Du weißt. Gut. Ach, für die Kiste. Für die Colossal Chest, die wir unbedingt bauen. Das ist gut. Ich würde die dann... Hast du dir gleich mal ein kleines Beispiel genommen? Ja. Wenn ich da irgendwas rein tue, dann wird man es durchsehen. Deswegen zieht die echt immer eine Menge für Server-Performance. So. Ha, perfekt. Ja. Die erste Ecke ist gezogen. Und die Ecke muss ich die auch nach unten ziehen? Ja. Na, nicht mit dem Bilderswand hier rumarbeiten. Nein, nein, ich arbeite hier sowieso nicht rum. Ich brauche noch 3 Stück. Single Bit. Und jetzt wieder Connect Plane. Du kannst mir was holen eben, Oscar. Was soll ich dir denn holen? Das Measure Tape. Weil ich gerade keine Ahnung habe, wo es ist und ich es bräuchte. Es ist einfacher mit Measure Tape zu zählen, als die Bits wirklich selbst abzuzählen. Danke, ich muss gucken. Ooh.
komm sogar rüber, damit du nicht so weit fliegen musst. Wo bist du denn? Ich bin schon an dir vorbei. Dann ab in die Kiste damit, bitte. Du warst 20 mal so schnell wie ich. Ja, schneller das Jetpack plus, ist der Hauptschlag. Weil ich muss wissen, wie hoch. Wenn ich es richtig sehe, sind das 8 Bits. Ja, 8 Bits. Das geht auch nicht. Was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Das ist doch. Ach, da oben fehlen noch 2 Blöcke. Sagt mir das doch jemand. Da oben fehlen noch 2 Blöcke. 1, 2, 3. Ich wundere mich, warum der Generator nie klappt. 5, 6, 7, 8. So, das kommt als nächstes. Fly. Das sind 8x8 und das sind. Ja, sehr schön. Dann einmal 8x8, perfekt. Das heißt, ich brauche nur so ein Blöckchen. Kiste, Hopper und davon 4. Das. Kiste. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt eben nach Hause wegen Energie. Ich werde mich aber gleich muten zum Bauen. Das ist deutlicher, dann kann ich mich besser darauf konzentrieren. Okay. Und nebenbei noch essen. Und nebenbei noch essen. Ich glaube, ich werde auch gleich noch essen. Dann macht ihr zwei das erstmal. Und danach beschäftige ich mich mal mit Botania, weil das interessant aussieht. Ja, viel Spaß. Ich mag den Unterton nicht. So, ja, das Mana zu kriegen, das ist halt doch ein bisschen schwer. Ja. Aber man muss sich selber reinfitzeln können, weil da jeder seine eigenen Methoden hat.
Dann werde ich das tun. Die universal mögliche ist, wie hießen die doofen Blumen noch? Ich weiß bloß von den Day und von den Night Blumen. Ach nee, Bonsai Flower Power Pot. Pot. Mm-mm. Du arbeitest in der Regel mit. Sind sie Blumen deaktiviert? Vielleicht. So. Nee, mit den. Oh wow. Willst du mir angucken, wie weit ich bisher bin? Ich komm gleich gucken. Eine Möglichkeit. Es gibt leider kein Replace. Ich mag das Jetpack und die Slime Boots. Durch die Slime Boots kriege ich dann nochmal so einen richtigen krassen Boost. Ist leider nicht der beste Block, aber hier ist das Modell. Warum nimmst du nicht richtig große Blöcke? Weil die doch auch nicht so groß ist. Und warum soll ich ganze Blöcke dafür nehmen? So ist es doch viel kosteneffizienter. Hm. Wenn du das sagst. Aber warum fängst du so weit hinten an? Fang doch direkt hier an der Mobfarm an. Wenn dann müsste ich hier anfangen. Dann sparst du nämlich. Nee. Ich will alles mit reinnehmen. Ich bin gleich down. Warum? Nur zwei Herzen. Der Herr Melvin ist da. Oh mein Gott. Melvin Holz. Nee, ich brauche halt tatsächlich mal kein Holz. Warum? Ich habe gerade genug Holz. Ausnahmsweise. Allerdings, ich brauche was anderes. Was? Steine. Die kannst du dir bei uns nehmen. Genau. Also ich habe hier unten drei Cobblestone Tier 3 Generator. Ich glaube, ich habe eigentlich auch genug Steine. Ich will aber nur Melvin ärgern. Weil er so spät kommt. Ah, ich bin jetzt gemutet, da Melvin weg ist. Dann kann ich jetzt nebenbei essen. Da hast du trotzdem noch jemanden, mit dem du dich unterhalten kannst. Jupp, mach das. Lass dich schmecken. Jo. So, Melvin jetzt. Das ist so ein hyperaktives Skelett. Ja. Das sind zwei hyperaktive Skelette. Scheiße. Mit einem halben Herz überlebt. Ich hab einen Gockel. Was sind denn das für Hühner? Roaster. So, Melvin, deine Tiere sind weg. Danke. Melvin, ich brauch allgemein kein Holz, ich hab einen Lockchicken. Was? Ein Holzhuhn. Ein Holzhuhn. Ja. Läuft. Und Sandhühner, ich habe jetzt Sand ohne Ende. Was mache ich mit dem ganzen Schnatteradatsch? Und Lava läuft beim Crucible runter. Cool. Wie, Lava läuft bei deinem Crucible runter? Ja, ich habe gestern bei ihm auch was gechiselt. Du hast ja auch was gechiselt? Ich habe ihm Lava an den Crucible gechiselt. Ich hatte mich eigentlich was anderes vor, was klappt leider nicht. Ach so. Gechiselte Lava lässt einen trotzdem leider Gottes nicht freuen. Ich wollte sonst auch überall auf einer Insel ganz kleine Lava-Punkte setzen. Ah, wie bist du stranded? Na, das funktioniert aber nicht. Das ist schade. Apropos, Elvin, wie sieht's mit deiner Lava-Produktion aus? Lava-Produktion? Naja, du musst da Lava produzieren. So bloß, das wusstest du nicht. Natürlich! Haha! Ja, jetzt habe ich dich aber verarscht hier. Bitte?
Ich habe jetzt nicht zugehört. Wie immer. Ich war gerade so mit Apfelessen beschäftigt. Dass du dich beim Apfelessen konzentrieren musst. Ja. Ja. Slime Boost Boost. Ich hab den jetzt da drauf. Ach, Melvin. Hm? Die Frau. Wir fangen gerade an, Tyrox seine Insel zu verschönern. Verschönern? Ja, wir haben eine richtig geile Idee. Braucht keine zwei Crucible, wofür denn? Na, Lava, Kabel, Obsidian-Produktion, Netherrack, Endstone. Okay. Ich weiß, sagt dir alles nichts, da du bei Stranded nie wirklich aufgepasst hast. Du musstest ja eher mit Elsa rummachen. Was? Ich lüfte deine Geheimnisse, Alter, wenn es sein muss. Aber erzähl mal, Melvin. Jetzt bin ich überfordert. Du bist seit wann bist du überfordert? Vor allem, wie geht das bei dir? Nichts im Kopf und will überfordert sein? Hä? Melvin? Hm? Wie geht das bitte schön? Nichts im Kopf, aber überfordert sein. Wie von dir gelernt. Ah. War zu lange im VC. Ah, okay. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Müsstest du vielleicht mal aufhören, in anderen DCs rumzuschwirren. Bin ich doch gar nicht. Gelobt. Kapazitäterbank kommt dort dran. Und jetzt Generalprobe. Anschalten. 4500 Grad. Der Gießkann. Ja. Ach, Melvin. Mhm. Ich habe jetzt eine wortwörtlich unendliche Erzproduktion, meine Dinger, die ich hier aufgebaut habe, von die ich von CO2 bekommen habe, laufen regelrecht über vor Erzen. Oh. Die haben zwei Seiten größer als eine Dia-Chest. Die Dinger laufen über. Ja, ich, du müsstest, aber apropos, ich bin so kulant, ich werde mich dann später heute jetzt gleich mal dran setzen und dir ein Jetpack craften. Oh, Jetpack. Kostenpunkt 20 Redstone-Blöcke. Blöcke. Ja. Yeah.